Nur zwei Tage nach dem Indoor-Hallen-Meeting in Wien steht mit dem Google Indoor-Meeting das zweite internationale Hallen-Leichtathletik-Event in Österreich auf dem Programm. Das Hauptaugenmerk haben die Organisatoren in Linz in diesem Jahr ganz klar auf die Laufbewerbe gelegt. Selten zuvor gab es in der Tipps Arena eine derartige Fülle an Nennungen für die Sprintbewerbe. Den Auftakt leist belegte Siegen mit einer nach einer Verletzung geschnürt. Wann wird denn endlich wieder der Laufschuh geschnürt? Wann wird wieder weit gesprungen, hochgesprungen und so weiter? Ja, jetzt habe ich schon 12 Wochen hinter mir. 3 Wochen wird es wahrscheinlich nur dauern und dann darf ich auch wieder ins Training einsteigen. Vorlauf Nummer 2, dann mit 6 Damen am Start auf der Bahn ganz rechts außen aus Wales, Sarah George, dann die Britin Joy Duck und die Jamaikanerin Ellen Bailey. Das ist ja wohl die schnellste Dame im Feld. Immerhin ist sie Staffel-Olympiasiegerin über 400 Meter geworden. Und neben ihr dann auch noch Martina Schmidowa aus Tschechien, die deutsche Tamara Seer und die Polin Katarzyna Wesolowska. Und die 33-jährige Jamaikanerin erwischt natürlich auch einen Traumstart und sie gewinnt diesen Lauf in 7,43 Sekunden. Zieht damit locker in das Finale ein. Sie ja bereits, wie erwähnt, Staffel-Olympiasiegerin. Ebenfalls noch ins Finale sprintet die Britin Joy Duck. Ihre Zeit 7,65 Sekunden. Damit sind wir auch schon beim dritten und letzten Vorlauf über die 60 Meter Distanz bei den Damen. Dieser dritte Vorlauf ist besetzt mit der Tschechin Lucy Domska ganz rechts auf Bahn 2. Neben ihr die Slowenin Maja Mihalinek. Dann die Amerikanerin Miki Barber ebenfalls noch mit dabei. Die Südafrikanerin Karina Horn und ganz außen die Tschechin Klara Seidlova. Und die Dame auf Bahn 5, Karina Horn aus Südafrika, erwischt nicht nur einen Traumstart, sondern auch einen Traumlauf. Sie gewinnt diesen Lauf mit 7,33 Sekunden und ist damit auch Vorlaufschnellste. Also die Favoritin, somit immer Finallauf, den wir dann später sehen werden. Ebenfalls noch in das Finale einziehen die Tschechin Seidlova, die amerikanische 4x100 Meter Weltmeisterin Barber und auch die Slowenin Mihalinek sind dann im Finale mit dabei. Wir sind bereits im Vorlauf über 60 Meter bei den Herren. Da gibt es ja nicht weniger als 5 Vorläufe auf Bahn 2 in diesem ersten Vorlauf. Aus Wales, Anax da Silva, dann neben ihm der Kroate Zvonimir Ivasković, der Türke Ismail Aslan ebenfalls mit dabei. Aus Großbritannien Aidan Sayers, aus Südafrika Hanno Ackermann und ganz links der Tscheche Jakub Burlak. So, der Stand ist geglückt. Und der schnellste Mann in diesem Lauf aus Großbritannien, Aidan Sayers, 6,78 seine Siegerzeit. Er damit im Finale mit dabei. Vorlauf Nummer 2 mit 4 Teilnehmern, besetzt mit von rechts nach links wiederum aus Südafrika, Sean Basson, der Slowene Jan Zummer, ein Österreicher Andreas Meyer vom ULZ Riverside Mödling und dann ganz links außen noch Michael Kiafas aus Griechenland. Und ganz klar der schnellste Mann in diesem Lauf, Jan Zummer aus Slowenien, 6,83 seine Siegerzeit in diesem zweiten Vorlauf. Andreas Meyer vom ULZ Riverside Mödling läuft 7,05 und
Damit ist er zumindest im B-Finale mit dabei. Vorlauf Nummer 3. Ebenfalls mit zwei Österreichern. Ganz rechts außen Michael Schallei vom SVS Leichtathletik. Neben ihm Lukas Reiter von der Union Salzburg aus Südafrika. Dann Pierre Trutter und der Mann links außen aus Polen, Karol Zalewski. Die beiden Österreicher halten sich gut. Den Lauf gewinnt aber der Pole Karol Zalewski in 6,93 vor dem Südafrikaner Pierre Trutter in 6,94. Und bester Österreicher von der Union Salzburg Lukas Reiter mit 7,04 Sekunden. Vorlauf Nummer 4, dann ein Rennen mit 5 Läufern aus Montenegro. Luka Rakic, aus Trinidad Tobago Marquis Duncan. Dann der wohl schnellste Österreicher im Feld über 60 Meter auf Bahn 5, Roland Kvitt von der Union Salzburg. Aus Wales dann noch Davy Hammond und aus Slowenien Jan Kramberger mit dabei. Und Roland Kvitt erwischt einen guten Start. Kann er super mithalten. Als Dritter läuft er durchs Ziel, 6,95 seine Zeit. Damit ist er im A-Finale mit dabei. Und diesen Lauf gewinnt Davy Hammond aus Wales mit 6,83 und Markus Duncan aus Trinidad Tobago ebenfalls im Finale mit dabei, 6,88 seine Zeit. Der fünfte und letzte Vorlauf dann wieder mit einem Österreicher, Lokalmatador Christoph Haslauer vom ALC Wales. Neben ihm aus Wales Samuel Gordon, dann der Tscheche Sedenek Stromski aus Großbritannien, Richard Kilty aus Südafrika, Andrew Trow aus Kroatien, dann noch Luka Sakota und ganz links außen aus Polen, Premislav Slowakowski. Dieser Lauf ganz ohne Zweifel der am stärksten besetzte. Und da wird es natürlich ganz, ganz schwer für Christoph Haslauer hier mitzuhalten. Aber natürlich auch eine gute Gelegenheit für den Oberösterreicher, sich einmal mit der internationalen Spitze über die 60 Meter Distanz zu messen. Und Christoph Haslauer erwischt einen guten Start. Aber mit Fortdauer des Rennens wird der Abstand natürlich größer. Seine Zeit 7,05 Sekunden. Und der Sieger kommt aus Großbritannien in diesem letzten Vorlauf. Er heißt Richard Kilty. 6,72 die Siegerzeit. Und damit natürlich eher der große Favorit für das Finale. Gesprintet und zwar mit vollem Einsatz wird dann auch bei den 4x100 Meter Nachwuchsstaffeln unter dem Motto vier Freunde, vier Kurven, ein Ziel geht es dabei für die Burschen und Mädchen nicht nur um die Ehre, sondern auch um ein Treffen mit Österreichs Olympiastars in Innsbruck, zur Verfügung gestellt von Olympia-Ausrüster Erima. Natürlich eine super Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, sich bei einem internationalen Meeting zu messen, einen Vergleichskampf auszutragen. Der Ehrgeiz ist natürlich riesengroß, wie man hier bereits sieht, hier professionell die Übergabe. Und da wird sich richtig ins Zeug gelegt, am schnellsten bei den Mädchen ein Quartett aus Linz, bereits in Führung mit den grünen Leibchen, das Quartett des ULZ Linz Oberbank. In der Besetzung Lisa Wiesmeier, Linda Hinterreiter, Sina Pissarova und Selina Krauk. Und die vier Mädchen, die legen hier eine super Zeit hin in der Linzer Tipps Arena. Sekunden benötigen sie für die 4x100 Meter. Sie gewinnen damit vor den vier Mädchen des ATSV Linz und
Auf Platz 3 landen die vier jungen Damen des LAC Amateure Steyr. Und das sind die vier Siegerinnen vom ULC Linz Oberbank. Und es geht gleich Schlag auf Schlag, denn auch bei den Burschen geht's um nichts Geringeres als die Reise nach Innsbruck zum Medaillenempfang der österreichischen Olympioniken. Viermal 100 Meter gilt zu absolvieren. Vorneweg in Schwarz zunächst die Schwächerter Raketen. Die Staffel aus Niederösterreich, die hier gleich eine ordentliche erste Runde hinlegen. Aber auch die neue Mittelschule aus Scherding in Orange kommt jetzt in der letzten Runde immer besser auf. Da gibt's die Übergabe und die Scherdinger, die neue Sportmittelschule aus Scherding in der Besetzung Dominik Nückes, Niklas Klamminger, Adrian Huber und André Mokano. Die gewinnen hier diese 4x100 Meter Staffel in einer Zeit von 56,94 Sekunden. Auf Platz 2 dann die Zehnkampf-Union und als Dritte laufen die Schwächerter Raketen ein. Aber die vier Scherdinger Burschen, die werden in Innsbruck dann mit dabei sein. Damit sind wir beim Google Indoor Meeting auch schon beim ersten technischen Bewerb an diesem Abend. Es ist der Weitsprung und dieser wird ja erstmals als Teamwettbewerb durchgeführt. Die Britin Jasmin Soares haben wir hier gesehen. 6,11 Meter springt sie. Ihre Bestweite nach 4 Versuchen. Amy Harris, ihre Teamkollegin, ihre Landsfrau, springt einen Zentimeter weiter auf 6,12 Meter. Und Erika Tschada aus Schweden sichert sich im Damenfeld Platz 2, 6,51 Meter, die Weite der Bronzemedaillengewinnerin bei den Europameisterschaften des Jahres 2013. Für Österreich mit dabei Marina Kraushofer vom SVS Niederösterreich. Die U23-Europameisterschaftsfinalistin ist allerdings hier in Linz nicht ganz fit. Ein Magen-Darm-Virus hat die junge Österreicherin zuletzt gehandicapt. Und hier sind wir bereits bei der Siegerin, bei den Damen, bei der Amerikanerin Jimo Funmi. 6,57 Meter ihre Weite und damit gewinnt sie auch den Damen-Weitsprungbewerb. Sie ja bereits Stammgast in Linz. Alle Jahre wieder ist sie gern gesehen und alle Jahre wieder sorgt sie mit Sprüngen wie diesem für Furore. 6,57 Meter, wie gesagt, ihre Weite an diesem Abend. Bei den Herren treten nicht weniger als 7 Athleten im Weitsprung an. Der Tscheche Juska Radek ist der erste, den wir sehen. 7,56 Meter. Seine Höchstweite an diesem Abend, damit Platz 4 für den Tschechen. Aus Großbritannien mit dabei Julian White. Und er setzt auch den weitesten Satz des Abends in die Sandkiste. 7,83 Meter springt er, der Brite. Der nächste, den wir sehen, der Tscheche Tomáš Jaščuk. Extrem weiter Anlauf, den er nimmt, aber es zahlt sich aus. 7,57 Meter springt er damit. Wird er Dritter in der Endabrechnung des Herren Weitsprungbewerbs. Und dieser Mann ist ein sehr erfolgreicher Morten Jensen aus Dänemark. Eher nur einen Zentimeter kürzer als der Tscheche zuvor. 7,56 und damit wird der Däne Vierter.
Er springt ja für das Team Skandinavien, der EM-Bronzemedaillengewinner des Jahres 2011. Da gibt es noch Diskussionen, ob der Sprung gültig war oder nicht. Und damit sind wir auch schon beim Österreicher vom PSV Hornbach-Wels, ein Lokalmatador, Manuel Leitner. Auch er zeigt eine gute Leistung beim Google Indoor Meeting. 7,25 Meter hat er nach seinen 4 Versuchen zu Buche stehen. Und damit belegt er Platz 6. Da gibt's die Anweisungen von seinem Trainer. Wir sind aber bereits bei der Siegerehrung. Die Länderkampfwertung entscheidet das Team Skandinavien für sich. Morten Jensen und Erika Jader siegen mit einer Gesamtweite von 14,95 Meter. Im Weitsprung mit dabei war in den letzten Jahren auch immer Ivona Dadic. Nach einer Verletzung muss die 20-jährige Siebenkämpferin aus Wels diesmal allerdings mit der Zuschauerrolle Vorlieb nehmen. Wann wird denn endlich wieder der Laufschuh geschnürt? Wann wird wieder weit gesprungen, hochgesprungen und so weiter? Ja, jetzt habe ich schon 12 Wochen hinter mir. 3 Wochen wird es wahrscheinlich nur dauern und dann darf ich auch wieder ins Training einsteigen. Und auf das freue ich mich schon richtig. Also ich habe es schon voll vermisst und ja, dann wieder Gas geben. Was? Und ja, genau, die Freiluft ist wärst. Der Damen Susanne war sichert sich eine Leistung mit Jamaika. Da hat man die Winterspiele anschauen dürfen, ein paar Tage, und die österreichischen Athleten dort anfeuern. Genau, und mir das Ganze mal von dort anschauen. Und dann geht es wieder nach England zu ihrer Trainingsgruppe. Ich glaube, da fühlen sie sich mittlerweile ja so richtig wohl. Ja, genau, dann darf ich wieder nach England zurück und eben meine Trainingspartner, die warten schon und ich freue mich dort aufs Training und ja, wieder harte Intervalltrainings und ganz harte Vorbereitung für die Freiluftsaison. Stichwort Freiluftsaison, gibt es da schon einen Plan, was da heuer für Sie alles auf dem Programm steht, wo Sie überall zu sehen sein werden? Ja, gut, das ist ja schon im Mai. Das wäre super, wenn ich dabei sein könnte, aber das muss man eben schauen, wie es jetzt im Training geht, wie ich jetzt mich von der Verletzung da ins Training wieder reinsteigern kann. Aber sonst ist eben die Europameisterschaft im August und da habe ich nur lange Zeit und ich glaube, die wird sicher mal ein Thema sein, eben davor das Limit machen und dann dort Gas geben. Bei uns geht es weiter mit den 200 Meter Zeitläufen der Damen. Lauf 2 ist einer mit 2 Österreicherinnen auf Bahn 2. Ina Huema von der SU IGLA Longlife und auf Bahn 3 Susanne Wally von der Zehnkampf Union. Die beiden können zwar kein Wörtchen um den Sieg mitreden, den sichert sich nämlich Martina Schmidowa mit 24,39 Sekunden, aber Susanne Wally, die 17-Jährige, zeigt ein super Rennen. Persönliche Bestleistung mit 24,71 Sekunden. Der dritte und letzte Zeitlauf der Damen über die 200 Meter ist dann jener mit allen Favoritinnen. Unter anderem mit der Staffel-Olympiasiegerin Ellen Bailey aus Jamaika. Neben ihr kommt jetzt ganz stark auf aus Nigeria Regina George. Und die Nigerianerin gewinnt diesen Lauf auch mit 23,98 Sekunden vor Ellen Bailey, die 24,01 Sekunden benötigt. Für Susanne Wally reicht es am Ende immerhin für Platz 7. Bei den Männern gibt es nicht weniger als 5 Zeitläufe über die 200 Meter Distanz. Wir sind bereits beim 5. und letzten. Mit dabei der beste Österreicher Andreas Mayer vom ULZ Riverside Mödling. Hier auf Bahn 6 ganz außen. Erwischt einen guten Start. Wird hier aber bereits überlaufen vom Polen Karol Salewski. Der U23-Europameister gewinnt diesen Lauf auch in souveräner Manier mit 21,01 Sekunden. Andreas Mayer mit 22,57 Sekunden schlussendlich auf Platz 12 im 200-Meter-Bewerb. Der Sieger aus Polen, Karol Salewski, U23-Europameister.
Wir wechseln zum Hochsprung, wo es 2014 beim Google Indoor Meeting zwar ein kleines, aber dafür sehr feines Feld zu bewundern gibt. Aus Österreich mit dabei Lokalmatador Josip Kopic von der Zehnkampf-Union. Er eröffnet auch diesen Bewerb. Bei 2 Meter liegt die Latte und die überquert er relativ locker. Das hat jetzt gut ausgesehen. Bei 2,05 Meter ist dann allerdings Schluss. Hier sein letzter Versuch. Platz 7, nicht wirklich zufriedenstellend. Ja, zufrieden bin ich heute überhaupt nicht. Aber gestern am Abend ist mir überhaupt gesundheitlich überhaupt nicht gut gegangen. Und ja, und heute, wie ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, ja, es wird heute gut gehen. Aber ja, heute leider nicht. Um den Sieg in diesem Bewerb gibt es dann ein russisch-britisches Duell. Tom Parson, der Olympia-Achte in Peking, überquert 2,17 Meter. Scheitert aber bei allen weiteren Höhen. Sein Landsmann Matthew Roberts versucht sich hier bei 2,21 und überspringt sie. Den Sieg, den sichert sich aber der Russe Alexei Dmitrik. Er überquert die Höhe von 2,24 Meter, scheitert danach aber bei 2,30 bei allen 3 Versuchen. Ein absolutes Highlight beim Google Indoor 2014 ist dann der 1500 Meter Bewerb mit Lokalmatador Nikolaus Franzmeier. Der 18-jährige Oberösterreicher gilt ja über die Mitteldistanz als eine der größten Nachwuchshoffnungen Österreichs und der Linzer will in diesem Lauf einen Uraltrekord der österreichischen Leichtathletikgeschichte und zwar den 32 Jahre alten U20-Hallenrekord von Peter Schwarzenpoller auslöschen. Franzmeier gleich von Beginn weg vorne mit dabei. Vor ihm nur Tempomacher Jakub Sevcik, der jetzt aus dem Rennen geht. Damit ist Nikolaus Franzmeier, der noch 18-Jährige, allein unterwegs und es sieht gut aus. Er kann das vorgelegte Tempo durchhalten, das ist die Frage. Und die Fans feuern ihn an und mit einem Zielsprint erläuft er sich den neuen Rekord. 3:45.06. Damit ist er um 3,5 Sekunden schneller als der alte Rekord. Ich habe nicht gewusst, was ich so wirklich drauf habe. Es ist mein erster Wettkampf auf der Bahn diese Saison. Und ja, es war. Ich war wirklich nervös, aber das Publikum hat mir gerade die letzten 500 Meter wirklich nochmal den Druck gegeben, den ich braucht habe. Und dass es so klar der Rekord ausgeht, ist selbst für mich überraschend. Mit Spannung erwartet wird bei den Google Indoor auch der Stabhochsprungbewerb der Männer. Immerhin präsentieren die Veranstalter hier ein starkes Feld, das den Erwartungen im Verlauf dieses Abends aber leider nicht gerecht wird. Den Erwartungen nicht ganz gerecht wird auch der einzige Österreicher im Feld, Lukas Wirth vom ATSV Innsbruck. Nach übersprungenen 5,10 Meter scheitert er an der Höhe von 5,20 Meter. Es wäre drinnen gewesen, es hätte funktionieren können, aber hat halt dann leider doch nicht ganz gereicht. Die 5,10 waren schon relativ gut, aber bei den 5,20 hat dann doch ein bisschen noch was gefehlt. Was fehlt denn auf diese Weite noch? Oder auf diese Höhe, besser gesagt? Ja, ich glaube, es sind Kleinigkeiten. Also heute bin ich ja zum Beispiel nicht richtig in den Stab reingegangen und das spürt man dann halt schon, dass es dann doch oben auch ein bisschen fehlt. Aber auch die Favoriten können in Linz nicht wirklich überzeugen. Der Tscheche Michael Ballner überspringt zumindest die 5,40 Meter-Marke. Genauso wie sein Landsmann Jan Kudlitschka, auch er überquert 5,40 Meter.
Zum Abschluss dieses Leichtathletikabends in der Linzer Tipps Arena stehen dann noch die Finalläufe über die 60 Meter auf dem Programm, beginnend mit jenem über 60 Meter Hürden der Damen. Mit dabei auch die Österreicherin Eva Wimberger vom ULZ Linz Oberbank. 20 Jahre ist sie jung, sie läuft ganz außen, links auf Bahn 8. Sie zeigt zwar ein gutes Rennen mit 8,51, muss sie sich allerdings mit dem letzten Rang zufrieden geben. Es siegt die Kroatin Andrea Ivancevic in 8,17. Die Italienerin Giulia Penella wird Zweite. Damenfinale über 60 Meter. Auf Bahn 1 ganz rechts außen die Tschechin Lucy Domska. Neben ihr Klara Seidlova, ebenfalls aus Tschechien. Und auch auf Bahn 3 eine Tschechin Katharina Tschechowa. Dann Karina Horn, die Vorlaufschnellste aus Südafrika. Neben ihr die Jamaikanerin Ellen Bailey. Dann aus Slowenien Maja Mihalinek. Und die US-Amerikanerin Miki Barber. Und komplettiert wird das Feld mit der Slowenin Christina Zummer auf Bahn 8. Und Karina Horn erwischt einen Traumstart aus Südafrika, die junge Dame. Und sie siegt auch in diesem 60-Meter-Finale. 7,31 die Siegerzeit. Ellen Bailey aus Jamaika wird mit 7,35 Zweite, die Staffel-Olympiasiegerin, aber die große Siegerin, Karina Horn. Zum Abschluss dieses Google-Inter-Meetings gibt es dann noch das Finale über 60 Meter der Herren mit österreichischer Beteiligung. Roland Quitt von der Union Salzburg auf Bahn 8 mit dabei. Roland Quitt erwischt auch einen guten Start, kann aber nicht ganz mithalten. 7,0 seine Zeit. Der Sieger kommt aus Großbritannien. In 6,68 gewinnt Richard Kilty vor seinem Landsmann Aidan Sayers. Ich hätte mir schon eine Steigerung gegenüber vom Vorlauf erwartet. Aber ja, man kann es nicht aussuchen. Also ich nehme die Halle, die so einfach nur mit für die Freiluft halt und so gesehen. Ist okay, also Trainingslauf. Absolute Weltklasseleistungen gab es beim Google Indoor Meeting 2014 zwar nicht zu sehen, dennoch freuen sich die Athleten und Fans schon jetzt auf die Auflage 2015.